Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Runde auf lordvarus.de. Jetzt haben wir nur noch 5 Tage zu warten, bis der Server offiziell an den Start geht, und wir können mal schauen, ob mittlerweile mehr zugänglich ist als beim letzten Mal. Mittelalter ist geschlossen, CB Future geschlossen, CB Lava geschlossen, Metropolis ist geschlossen, PvP ist geschlossen. Okay, wir können also davon ausgehen, dass diese einzelnen City Builds oder PvP-Bereiche erst nach der offiziellen Eröffnung des Servers freigegeben werden. Ich hoffe mal direkt zum Start, ansonsten halt zu einem späteren Zeitpunkt, werden wir sehen. Gut, dann gehen wir nochmal in CB Explorer. Lord Varus hat ein bisschen was getan. Er hat hier jetzt aktuell die Befehle, die er in seinem letzten Streamer vorgestellt hat, auf die erste Wand gepackt, an der man ankommt. Und da ist einiges dazu, was ich so von den Servern, auf denen ich bisher spielte, noch nicht kannte. Zum Beispiel Claim List, um sich alle seine Grundstücke anzuzeigen. Slash Claim ist ein üblicher Befehl, den kennt man. Slash Trust ist üblich. Untrust, also jemanden auf sein Grundstück berechtigen oder jemanden die Berechtigung auf sein Grundstück wieder entziehen. Achtung, wer ein Recht auf den Grundstück hat, der kann auch alles, was darauf ist, zu sich nehmen, abreißen, bauen, theoretisch sogar sprengen. Sollte man genau auswählen, wem man die Rechte gibt. Claim Delete, um ein Land wieder aufzugeben. Man muss allerdings auf dem Land stehen. Und jetzt Achtung, solltet ihr euch ein Stück Land geclaimt haben, dann empfehle ich, direkt im Anschluss Set Home zu setzen, damit ihr euer GS wiederfindet. Ich hatte letztens das Problem, dass ich dann zu Fuß 1000 in eine Richtung und 200 in die andere Richtung laufen musste, um überhaupt irgendwie an mein Grundstück zu kommen. Und das hatte ich auch noch oben auf den Berg gesetzt. Somit hatte ich echt zu tun, wieder an mein Grundstück dran zu kommen. Meine Empfehlung, gleich Set Home setzen, dann könnt ihr mit Slash Home, Rouge 83 in meinem Fall, direkt wieder auf euer Grundstück kommen. Löschen, wie gesagt, nur wenn ihr auf dem Grundstück draufsteht. EC kennt jeder, Slash Spawn ist auch klar, kommt ihr wieder genau hier hin, wo wir jetzt stehen. Slash Trade habe ich noch nicht ausprobiert, das ist ganz spannend. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert, was das bedeutet. Ich nehme an, ja, der Name sagt es ja schon, es geht um Handeln, da unten steht es ja auch. Wie genau das Handeln funktioniert, wie ich sehe, wie viel Geld ich habe und so weiter, ich habe noch keine Ahnung, das müssen wir noch gemeinsam rausfinden. Und Warp Never bzw. Warp End. Im Gegensatz zu einem anderen großen Server, auf dem ich bisher gespielt habe, hat man hier also auch die Möglichkeit, in den End zu wechseln. Ja, ansonsten stehen hier noch ein bisschen Informationen zum Spielmodus Explore. Auf der anderen Seite die Grundstück verändern. Das heißt, wenn ihr euch ein Grundstück claimt, dann habt ihr das. Wenn ihr Informationen zu dem Grundstück haben wollt, müsst ihr einen Holzstock haben und damit auf das Grundstück klicken. Dann kriegt ihr alle Informationen zu dem Grundstück. Hier wird ja schon richtig fleißig gebaut, sehe ich gerade. Ja, die Erweiterung eines Grundstücks ist auch möglich über diverse Blöcke, die an zur Verfügung stehen. Man bekommt über die Spielzeit immer mehr Blöcke. Man braucht allerdings eine goldene Schaufel, um seine Blöcke zu nutzen, sprich um sein Grundstück zu vergrößern. Lord Varus hat es auch in seinem Stream erklärt, wenn wir an eine Grenze von einem Grundstück kommen, sagen wir mal hier, der Kollege hier hat offensichtlich hier seine Grenze, dann müsste man mit der goldenen Schaufel hier auf die Ecke klicken, um das Grundstück zu verlängern und müsste dann, sofern nebenan das Grundstück noch frei ist, ein Stück hier rüber gehen, soweit wie man vielleicht Blöcke frei hat und könnte hier mit der goldenen Schaufel direkt wieder hinklicken, um sein Grundstück zu vergrößern. Aber wollen wir uns mal umschauen, was bisher so passiert ist. Denn wie wir sehen, der Spawn ist da und hier rundherum, das stand letztes Mal alles noch nicht. Mal kurz schauen, ob wir da einen Blick reinwerfen können oder ob wir keine Chance haben. Okay, das sind erstmal Zäune, das ist natürlich ungünstig, um da rein zu hüpfen. Mal schauen, wo es hier reingeht. Hier geht's zur Angelinsel. Angelinsel ist interessant. Oh, hier ist das eine Haus. Da ist sogar jemand zu Hause. Bett mal zwei. Okay. Sieht aber auch nicht wirklich nach Nutzerverhalten aus. Sieht mehr nach Haustieren aus. Allerdings ein Haustier ohne Eigentümer ist ein bisschen fraglich. Hier hat er jemand ein schönes Lager eingerichtet, aber ganz schön dunkel in der Bude. Ja, ich selbst habe noch kein Gebäude gebaut. Wir müssen mal sehen, wann und wie und wo ich das machen werde. Ich muss mir erstmal ein neues Grundstück beschaffen, denn das, was ich letztes Mal ausgewählt hatte, kommt dafür nicht in Frage. Ja, dadurch, dass wir in den End kommen, ihr seht hier schon einen Drachenkopf. Ja, man kann Drachenköpfe ernten und bei sich auf dem Grundstück verbauen. Das ist eine sehr coole Sache, das finde ich richtig nice. Müssen wir mal schauen, wie das alles funktioniert. Werden wir noch gemeinsam rausfinden. Meine EC, ihr habt es gesehen, ist im Moment leer. Alles, was ich besitze, trage ich bei mir. Das heißt, nicht allzu viel. Und ich hatte schon Glück, dass mir jemand heute Morgen diese zwei verzauberten Gegenstände zugeworfen hat, als ich mal kurz auf dem Server war. Vielen Dank nochmal an denjenigen. Oh, der Kollege hat sogar schon 4 weitere Drachenköpfe geerntet.
Meine Güte. Wie weit kommen wir hier hoch? Vielleicht können wir noch ein bisschen was sehen von der Umgebung, wenn wir schön weit von oben gucken. Ach, hier geht es auch noch rüber. Okay, das sind erstmal relativ normale Häuser. Da drüben, der Bau, den finde ich ganz interessant, aber da kommen wir wohl so ohne weiteres nicht hin zum Gucken. Aber doch, das ist ein ganz schön großes Gebäude. Vielleicht sollten wir da mal rübergehen. Was möchte ich machen? Ja, in erster Linie möchte ich ein bisschen auch von euch abhängig machen, was ich mache. Das heißt, ihr könnt in den Kommentaren unter dem Video durchaus bekannt geben, was ich bauen soll, wie ich bauen soll, welchen Stil. Und ich versuche, eure Wünsche umzusetzen, wenn ihr irgendwas gezeigt bekommen wollt, wenn ihr irgendwas erklärt bekommen wollt, wenn ich für euch Kontakt zu Lord Varus aufnehmen soll und versuchen soll, auf diesem Wege Informationen zu euren Fragen zu bekommen. Dann immer gern her damit. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann mein Bestes geben. Und im besten Falle schaffe ich es euch. Oh, ein Endkristall oder ja, Netherkristall, Endkristall, Netherkristall, wie heißt das Ding? Ihr müsst verzeihen, ich bin eher in den alten Versionen noch zu Hause. Ich habe einige Jahre nicht gespielt, war dann jetzt vor einem knappen Jahr wieder mit dabei und da gab es dieses Item auf dem Server, auf dem ich sehr gespielt habe, nicht. Sehr, sehr, sehr interessant. Sieht sehr schick aus. Lassen wir mal lieber die Finger von, weil soweit ich weiß, können die explodieren. So. Das ist aber nicht das Haus, was ich eben von oben gesehen habe. Müssen wir mal schauen. Wo war ich denn? Da oben ist der Turm, in dem ich war. Abgefahren. Wo kommt denn schon das ganze Zeug her? Wann haben die denn? Wer verbringt denn hier Stunden über Stunden? Absoluter Hammer, was ihr hier leistet und wie schnell die Community hier den neuen Lord Varus Server aufbaut. Okay, eine kleine Rakete zwischendurch. Ja, das darf auch mal sein. Wird mit Sicherheit bald verschwinden. Vorsicht, heiß. Wow. Oh, geil. Schöne Lavablöcke hier. Auch nicht schlecht. Gefällt mir. Wow. Okay. Ich habe gerade gelernt, man darf da nicht drüber laufen. Das gibt Verletzungen. Aha. Nicht nochmal. Da hinten ist das Gebäude, zu dem wir wollten. Sehr schön. Ich überlege, ob wir was Mittelalterliches bauen wollen, etwas asiatisch angehauchtes vom Stil her, oder ob wir mitteleuropäisch bauen wollen, was Großes, was Kleines, was unter der Erde, über der Erde, im Himmel, im Meer. Bitte sagt mir einfach, wie ihr euch das vorstellt, was soll Ruf 83 bauen, wie soll unsere Community Base aussehen. Und wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gerne sehen wollt in den Videos, abgesehen von den bereits genannten, immer frei raus damit. Das ist wirklich mal ein ganz schickes Gebäude hier. Trickshots Residenz. Spenden hier rein. Okay, ich habe noch nicht allzu viel, was ich spenden könnte, aber ich glaube, ich schenke ihm einfach mal 10 Kohle. Hat er verdient? Nein, eigentlich hätte er mehr verdient, aber auch er hat schon Drachenköpfe am Start. Gibt's doch gar nicht. Okay, mal schauen. Das sieht ganz interessant aus hier. Aber auch, okay, von außen ist schon sehr viel zu sehen. Von innen sieht man aber auch deutlich, dass alles noch im Bau ist. Rechte haben wir keine. Das seht ihr jetzt, da mittlerweile Lord Varus das Thema Grundstücke auch aktiviert hat, ist es so, dass ihr Grundstücke jetzt betreten könnt. Ihr könnt mit den Leuten auf den Grundstücken natürlich interagieren, aber ihr könnt nichts mit den Dingen anderer machen. Das heißt, ihr könnt keine Kisten öffnen, ihr könnt dort nichts abbauen. Wenn ich jetzt versuche, hier einfach mal den Drachenkopf abzuschlagen, das funktioniert nicht. Ich kriege sofort die Meldung, dass ich das nicht darf. Gut, was gibt's zu sagen? Lord Varus hat darauf hingewiesen, dass er noch diverse Dinge anpassen möchte, dass er noch nicht ganz 100% zufrieden ist damit, wie man Grundstücke miteinander verbinden kann, gegebenenfalls. Aber auch hier der Hinweis, sehr schön als gemeinsames Projekt, wenn man mit mehreren Spielern zusammenspielt oder als Clan zusammenspielt, dass man hier auf diesem Server seine Grundstücke nahtlos aneinandersetzen kann und dadurch ein Gemeinschaftsprojekt bauen. Das heißt, es ist zwar so, dass es verschiedene Eigentümer der Grundstücke gibt, aber am Ende doch mit Trust und dem direkten Zusammenlegen Stein an Stein es möglich ist, gemeinsam große bis riesengroße Projekte zu verwirklichen. Okay, ich würde sagen, wir suchen uns mal ein schönes Stück Land. Hier ist schon alles weggeerntet an Sand. Das ist natürlich ein bisschen schade, so direkt mitten in der City. Aber klar, Farmen ist hier übrigens nicht so, dass man eine Farmwelt betreten muss, sondern man farmt die echte Welt leer. Ich bin gespannt, wie Lord Varus das irgendwann lösen will, denn ich nehme an, dass irgendwann vom Spawn aus alles abgegraben ist. Ja, irgendwann wird einfach die gesamte Welt unterhöhlt sein, es werden sämtliche Rohstoffe weg sein und man wird echt an Schwierigkeiten kommen oder sehr, 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 sehr weit wandern müssen, um entsprechend an Rohstoffe kommen zu können.
Resetten wird in dem Fall nicht funktionieren, weil ein Reset würde ja bedeuten, dass hier auch die Gebäude alles resettet werden, beziehungsweise selbst wenn man sagt, man macht nur ein Reset unter Level 40, jeder, der dann so tief sein Grundstück bebaut hat, hat letztlich dann das Problem, dass sein Keller weggerissen wird. Und das wird mit Sicherheit nicht die Lösung sein. Also bin ich sehr gespannt, ob Lord Varus dann noch eine Farmwelt irgendwann einbauen wird oder ob er dann einfach sagt, ja, Pech gehabt, Leute, so ist das im Leben. Wenn die Rohstoffe leer sind, sind sie leer, dann müsst ihr halt wandern. Könnte vielleicht ein Geschäftsmodell werden, wenn man irgendwo ein Home schön weit wegsetzt und den Leuten anbietet, den Home für entsprechendes kleines Geld weiterzuverkaufen. Mal kurz schauen, wie viele Spieler sind eigentlich gerade online. 40 Spieler sind jetzt schon online. Der Server ist noch nicht mal am Start, muss man dazu sagen. Es sind 30 Teamleute online. Es sind 40 Spieler insgesamt online. Zwei Supporter sind da. Also beste Betreuung. Und ein Streamer ist da. Naruzi YouTube. Soweit ich gesehen habe, ist er neben Lord Varus aktuell der Einzige mit YouTube-Rang. Und Lord Varus hat auch bekannt gegeben, man braucht 4000 Stunden. Quatsch. 4000. Na, wie war das? Sekunde. Wir gehen nochmal zum Spawn und gucken nach, bevor ich Mist erzähle. Da hat er das nämlich auch aufgeführt. So, upala, wieso komme ich denn in der Erde raus? So. Und zwar, wenn man den Befehl slash yt eingibt, kommt man in das, ja, in das Menü für YouTuber. YouTuber, beziehungsweise, so wie ich ihn verstanden habe, gelten die gleichen Regeln für Leute auf Twitch. Also, 400 Unterschriften braucht man. 400 Abonnenten. Das ist schon eine ganze Hürde. Aktuell liege ich bei, ja, 4 Abonnenten. Aber ihr könnt das ändern, wenn ihr das mögt, was ich hier erzähle, wenn ihr gut findet, was ich mache und wenn ihr mir helfen wollt, die Videos noch besser zu machen in Zukunft und irgendwann vielleicht auch den YouTuber-Rang zu bekommen, dann klickt doch bitte auf Abonnieren. Das Ganze kostet euch nichts und ihr erlebt immer sofort, wenn ich ein neues Video hochlade, was ich im Übrigen immer versuchen werde, am Montag Abend zu tun. So zwischen 18 und 20 Uhr werden die meine Videos hoffentlich online kommen. Ihr braucht 40 Videos mindestens. Jetzt bin ich gerade beim zweiten Video. Das heißt, ihr seht, ich brauche euch, ich brauche eure Unterstützung, die Community, die mir hilft, das Ganze aufzubauen, Werbung für mich zu machen. Und tja, 4000 Views sind jetzt auch nicht ganz so leicht mit 4 Abonnenten. Ich liege jetzt bei meinem ersten Video vom letzten Mal bei 24 Views Stand heute. Das heißt, da muss noch ein bisschen was passieren, bis ich mir erlauben kann, hier den YouTuber-Rang zu beantragen. Ja, die letzten 20 Average Views müsste ich jetzt sowieso tatsächlich erstmal rausfinden, was die Average Views sein sollen. Aber das macht nichts, das werde ich noch rauskriegen. Ja, hier draufklicken, um den Rang zu bekommen. Das lassen wir jetzt mal lieber. Und die Liste der YouTuber. Ich hatte es vorhin erwähnt. Naruzi YouTube ist der eine, der schon da ist. Und dann hat nur noch Lord Varus hier YouTuber. Rechte geht zurück und es geht auf Search. Wenn hier irgendwann mal die Liste voll ist, kann man sich auch den raussuchen. Was passiert eigentlich, wenn ich auf Naruzi klicke? Dann sehe ich, dass er 470 Unterschriften hat, dass er 47.358 Views hat und 177 hochgeladene Videos. Okay, er ist tatsächlich ein ganzes Stück weiter als ich. Get URL. Ah, prima. Hier könnt ihr auch direkt auf den Kanal. Grüße gehen raus an dich, Naruzi YouTube. Hier könnt ihr direkt auf den Kanal klicken. Besucht mal Naruzi YouTube. Er wird sich mit Sicherheit freuen, wenn ihr auf seinen Kanal vorbeischaut. Auch ihm könnt ihr ein Abo gönnen. Auch ihn könnt ihr gerne liken, die Glocke aktivieren, ähnlich wie bei mir. Und vielleicht machen wir auch irgendwann mal, wenn ich etwas größer bin, ein gemeinsames Video. Schauen wir mal. Und hier noch die Übersicht seiner Uploads. Nicht schlecht. Also Lord Varus, Kompliment. Diese Übersicht finde ich richtig, richtig gelungen. Finde ich richtig nice, dass man hier die Möglichkeit hat, sich direkt auf die YouTuber weiter zu verlinken, auf YouTube zu kommen, die Videos zu sehen. Das ist ein schöner Einfall. Freue ich mich sehr drüber. Okay. Schauen wir mal, wo ein Plätzchen finde für mein Grundstück. Und viel mehr werde ich dann heute auch nicht mehr machen. Denn doch, eine Kleinigkeit am Ende noch. Eine kleine Überraschung noch. Aber erstmal geht es darum, mir ein Grundstück zu holen. Und wenn ich das geschafft habe, dann warte ich erstmal darauf, was ihr sagt, was wir mit diesem Grundstück tun sollen. So, schauen wir mal, ob ich hier claimen kann. Claim. You must be holding a golden shovel to do that. Okay, ich brauche sogar zum Claimen eine goldene Schaufel. Dann muss ich mal schauen, vielleicht ist ja jemand so nett. Hat jemand eine goldene Schaufel für mich?
So, mal schauen, ob jemand antwortet, ob jemand so nett ist. Oh, geht der End wieder, schreibt einer. Scheinbar gab es hier Probleme mit dem End. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Slash TPA Burner 921. Scheinbar will er mir eine Schaufel geben. Ja, slash TPA kann man sich zu jemandem teleportieren und mit TPA Cancel kann man das Ganze wieder abbrechen, wenn man das Gefühl hat, oh je, vielleicht keine gute Idee, vielleicht will er mich übers Ohr hauen. Er hat es akzeptiert, ich habe es akzeptiert, in 3 Sekunden bin ich dort. Uppa. Hi, Burner 921, willkommen im Video. Schön, du hast ja richtig schönes Lager hier schon. Laub, Bücher, Andesit, Diorit. Eieieiei, ein Bett. Gut, Betten auf dem Server. Ich weiß nicht, inwiefern das hier einen Nutzen hat. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Normalerweise ist es so, dass auf dem Server ein Bett nicht funktioniert. Vielen Dank, Burner. Ich muss ihm das mal kurz schreiben. Danke, Burner 921. Bist in meinem Video. YouTube Rouge 83 kommt heute Abend online. Ja, vielen Dank nochmal, Burner921. Vielleicht sehen wir uns wieder. Und jetzt schauen wir mal. Wir fliegen wieder zurück zum Spawn. Ich denke, das ist die einfachste Spawn. Ah, jetzt geht er wieder angeln. Schön. Er hat ein Angelhaus. Auch nicht schlecht. Zurück zum Spawn und dann suchen wir uns mal diesen Platz, den wir eben schon. Oh, Request cancelled. Spawn. Slash Spawn. Achso, ich bin gelaufen. Und dann bricht er den Teleportationsvorgang ab. Das heißt, dieses TPA Cancel könnt ihr euch eigentlich auch schenken. Denn wenn ihr einfach loslauft, wenn das Teleporting aktiviert wurde, dann bricht er das Ganze ab. Und ihr könnt dann auch nicht mehr teleportiert werden, bis ihr den Antrag neu stellt. So, wir sind wieder hier. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob das schon beantragt ist, ob das schon jemandem gehört, ob ich hier so nah am Spawn überhaupt eine Möglichkeit habe. So, slash. Hoppa, ich habe die Schaufel nicht mehr in der Hand. Slash claim. Enough blocks to claim their entire area. You need 38 blocks. Okay. Slash, ja, blocks. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viele Blocks ich zur Verfügung habe. Lord Varus hat gesagt, man bekommt stündlich Blocks dazu. Scheinbar habe ich aktuell noch zu wenige, um mir ein Grundstück zu holen, denn das erste Grundstück, das ich hatte, ja, wie soll ich sagen, ich finde es nicht wieder. Ich bin schon mal hingelaufen. Ich war auch auf den Koordinaten, die mir hier in Slash Claim List angezeigt werden, nämlich die Koordinaten minus 149 und Z903, minus 81 Blocks. Ja, keine Ahnung. Ich habe es nicht gefunden. Ich war dort vor Ort. Es war auch das, was mir ungefähr bekannt vorkam, wo ich das letzte Mal Claim gemacht haben müsste. Allerdings, ich konnte es nicht unclaimen. Also ich konnte es nicht löschen, nicht Claim Delete machen. Das bedeutet, ich habe tatsächlich das Thema, dass ich ein Grundstück habe, welches ich nicht gebrauchen kann, weshalb ich jetzt für mein nächstes Grundstück, das erste geht auch ohne Schaufel, diese goldene Schaufel brauche, aber auch keine Möglichkeit habe, mir ein neues zu holen, bis ich genug Online-Zeit habe und genug Blocks wieder gewonnen habe. Ja, dann, ich versuche es jetzt nochmal hier, ein bisschen sumpfiges Gebiet, vielleicht klappt es ja doch noch, slash claim, aber wir sehen, das klappt nicht. Oh, Moment, rechte Maustaste, hier ist ein Diamant erschienen. Das heißt, theoretisch hat es eventuell doch geklappt. Leute, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, dass wir jetzt hier einen Diamanten haben. Ich hätte vermutet, dass jetzt in irgendeiner Richtung noch ein Diamant zu sehen sein müsste. Und wir vielleicht doch dieses Grundstück haben, aber ich kann es nicht wirklich sehen. Vor allen Dingen müsste
die Markierung nicht aus Diamant sein, sondern aus Glowstone. Und mit Glowstone, you may claim up to 99 more blocks. Okay, dann claim ich mal hier. Und claim mal hier. Okay, das darf ich nicht. Claim corner set. Use the shovel again at the opposite corner. The claim a rectangle of land. To cancel, put your shovel away. Okay. Ja, dann werde ich meine Schaufel mal wieder wegpacken. Denn so wie ich dachte, funktioniert das nicht. Okay, dann ich werde es noch herausfinden, entschuldigt. Und sobald ich weiß, wie es richtig funktioniert, werde ich euch Bescheid sagen. Jetzt müssten wir theoretisch. Ah, okay, so können wir es wieder wegnehmen. Your claim would be too small. Small, small, small. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Ich werde mir das nochmal in Ruhe angucken, wie Varus das gemacht hat. Wir müssen einfach mal schauen. Und dann kann ich euch auch Bescheid geben, wie es wirklich funktioniert. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare, damit ich depp weiß, wie es funktioniert. Wir werden sehen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sind beim nächsten schon ein Stück weiter. Ich werde versuchen, mir zwischenzeitlich ein Grundstück zu beschaffen. Wenn ich verstanden habe, wie das so richtig funktioniert, dann werde ich euch das in der nächsten Folge zeigen. Ansonsten versuche ich selbstverständlich am 15. ein Video einzuschieben, bei dem wir die Eröffnung des Servers feiern können. Ansonsten Grüße an alle, die da draußen dabei sind. Danke an die Abonnenten bisher. 4 Stück habe ich schon. Das finde ich für die erste Woche gar nicht so übel. Und ich freue mich auf weitere Videos mit euch. Lasst einen Daumen da. Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Glocke aktivieren, damit ihr mitbekommt, wann neue Videos online kommen. Und ansonsten freue ich mich über eure Kommentare. Ich danke euch, der Rouge83.